Hallo Leute, ich spiele jetzt mal Anno 1800 die Kampagne. Ich habe leider noch nicht so viel gespielt davon. Ich kenne mich da auch wenig aus, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Hier versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Island. Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Ich bin ein bescheidener Diener Ihrer Majestät, der in heiklen Angelegenheiten wie dieser zu Rate gezogen wird. Bleibst du aus reiner Boshaftigkeit? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz zu machen? Da du so gerne verantwortlich wirken willst, wirst du mit Freuden hören, dass die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeier dir allein zufallen. Dieser geizige, herzlose Bastard. Er hätte Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. Sie sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten, auf Kosten von Vater und uns. Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Thank you.
weiter. Sehr gut. Ich werde versuchen, nicht an den Sarg zu denken. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Ziel erreicht. Hab nichts Gutes zu sagen. Wir stecken hier viel Herzblut rein.
Land kann nur bestellt werden, wenn es auch genug Felder gibt. Lege sie an. Thank you.
Wollen Sie uns das Leben noch mehr versüßen? Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. Wir machen das Beste aus unserem Leben. Gut gemacht. Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Es war ein langer, harter Tag. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Das sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Es war ein langer, harter Tag. Leute müssen sich ausruhen und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Die Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten. Der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Zahle sofort deine Schulden. Es widert mich an, dass Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt.
die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit? Das königliche Prunkstück. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ein Feuer ist ausgebrochen. Hier, eine Handvoll Blüten.
Alles wird zum Raub der Flammen. Bekämpfe diese Feuersbrunst. Überlassen Sie es nicht den Flammen. Elefanten. Du träumst vom großen Abenteuer? Dann greif zu. Du wirst das Schiff schon schaukeln. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Alles gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Gesetzt. Süß wie Honig. Man darf nie aufgeben, selbst wenn die Lage aussichtslos scheint. Wäre ich von dir abhängig, wäre ich jetzt so gut wie verloren.
Bereit, meine Wohltaten zu verrichten? Glaub bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Sag mir, dass du einmal etwas schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, 4 Säcke und zwar volle. Kennen die schamlosen Forderungen unseres Onkels denn keine Grenzen? Schuss vor dem Bug, nicht mehr. Diese Insel ja noch unberührt. Meine Bannerträger betreten neues Land. Meine Familie ist stolz auf mich. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden? Hehe, meine Berater brauche ich bei so einem Schnäppchen nicht zu fragen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Thank you.
so begeistert von uns. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Das Land kann nur bestellt werden, wenn es auch genug Felder gibt. Lege sie an. Meine Familie bei mir. Was will man mit?
Das trockene Heu brennt wie Zunder. So mutig und so viele Leben gerettet. Von der Güte des anderen profitieren. Sie sind ein erhabener Mensch. Du weißt einfach, wie es geht. Die Made im Speck. Thank you.
Danke für die Liebenswürdigkeit. Wie geht's? Wirklich verärgert. Was ist schon perfekt?
Alle Achtung, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Tag auch. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich nur Bauern irgendwie angesiedelt sind, weil ich wollte Arbeiter ausbilden, aber irgendwie ist das Arbeitspensum, ich verstehe das irgendwie nicht, dass das Arbeitspensum zu wenig ist. Also irgendwie ist das merkwürdig. Auf jeden Fall, irgendwie könnt ihr mir ja in die Kommentare mal schreiben, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß es jetzt auch nicht. Bei der Kampagne vielleicht ist das so, oder ich habe die Kampagne erst angefangen. Naja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich über Liken, Kommentare und ein Abo freuen. Vielen Dank. Also bis dann. Ciao.